Gesetz, was wir heute stimmen, das ist ein Gesetz, was am europäischem Niveau, wie gesagt, eine gewisse Solidarität erfährt zwischen den Mitgliedstaaten hervorrufen, wo in die Länder, die mich schlecht sind, über das Weh sollen geholfen kriegen, respektive über diese Weh, Emprunt zur Verfügung gestellt kriegen, mit einem niedrigen To, wie das wir, wenn sie müssen direkt einen Emprunt holen, in diesem Fall können sie zurückgreifen auf einen Emprunt, der von der Europäischen Union abgeholt wird, aber dann davon ausgegangen wird, dass die Emprunt, die die Europäische Union dann kann abholen, auf einem relativ niedrigen To bis zu null To abgeholt wird. Dass das Programm Schur, den schon hier nehmen kann, also ich brauche nicht mehr an die Teile anzugehen, die für alle kurzerbig soll garantieren, an denen Staaten für das DK finanziert gehen, eine Maßnahme, von der wir als Lützburg sicherlich nicht werden, davon profitieren, dass der Garantiefonds von der BEI, den zur Verfügung gehen durch den Mitgliedstaaten garantiert kriegen, wo der Lützburger Staat 25 Milliarden garantiert an den ESM, stellt der Mitgliedstaat linde Kredite zur Verfügung bis zu einer Höhe von 240 Milliarden. Der Lützburger Staat, also Lützburg, als Heirun direkt beteiligt mit 110 Millionen Garantien, die an einer zweiten Phase können auf 150 Millionen rupgehen. Das ist klar, dass die Garantien nicht direkt bezahlt gehen, mit dass das Garantien sind, die geben an dem Fall, wo ein von den Mitgliedstaaten die Summe kriegt und nicht annehmen wäre, für zurück zu bezahlen, dann gibt die Garantie Antritt und zwar als alle Land dann bis zum Maximum von dem Summe, für die hier garantiert wird, zuständig für die zurück zu bezahlen. Die große Frage, die sich an diesem Debatt stellt, also die Vergemeinschaftung von den Schulden, ja oder nicht, tot oder so, nein, es ist keine Vergemeinschaftung, mehr als ADR so ein Dach, es ist eine Vergemeinschaftung von den Schulden, den Treaty von Maastricht im Kader von der Währungsunion, wird nämlich explizit verboten, dass den Schulden dürften Vergemeinschaft gehen. An unserer Meinung nach ist es eine Vergemeinschaftung von den Schulden, weil Mitgliedstaaten Schulden abholen, aber wenn sie die nicht zurückbezahlen, dann müssen die anderen Mitgliedstaaten dafür haften an die Schulden bis zu dem Plafond, wo sie sich engagiert haben, zurückbezahlen. Wir sind also der Überzeugung, dass das heute über den Dote W eine Vergemeinschaftung von den Schulden auf europäischem Niveau ist, a contraire zum Treaty von Maastricht. Jetzt muss ich noch wissen, was denn hier WW anschlägt. Solidarität ist immer gut gefühlt. Wir müssen wissen, dass die Länder, die eine starke Verschuldung haben, wir schwätzen von den Ländern, das Italien, Spanien, Griechenland, dass die Situation, an die die Länder heute kommen sind, das ist eine Situation, die a priori für Jahre durch politische Decisionen an den Ländern zustande kommen sind. Und da sind noch viele politische Decisionen geholt, die wir als Lützburg sicherlich nicht geholt haben, weil wir immer versuchen, eine responsable Finanzpolitik zu machen, zu gucken, dass die Staatsfinanzen nicht so viel an den Defizit kommen, für das man als Land immer eine starke finanzielle Situation gibt. Das wäre nicht immer an den anderen Ländern auch der Fall. Und das ist ganz tags, und wir konnten das ja auch immer über die Medien verfolgen, Politik gemäht, die ganz tags sind elektoral Decisionen geholt, die nicht zu verantworten waren, dadurch, dass wir am Anfang eine Schuldenpolitik erfahren, die Vergemeinschaft geht, und die Länder am Anfang macht viel Mannerhemmungen für die Länder an eine finanzielle Situation zu trainieren, wenn sie wissen, dass die anderen Länder für Schulden haften, die sie machen. Und muss ich noch wissen, dass das heute als eine Konsequenz gibt, dann von meinen vier Reden heute durchgestellt, dass man hier noch, das Ganze muss bezahlt gehen. Das Ganze muss bezahlt gehen. Und dass man hier noch am Anfang auch werden europäische Steuern, weiter europäische Steuern kriegen, wo wir als ADR auch dagegen sind. Wir sind der Meinung, dass die Staaten, die Einzelstaaten, nehmen der Verrechnung Steuern abzuheben, ihre Bürger, an ihre Betriebe,
und dann eben über Akkorden, die getroffen gehen, die einzelne Staatsbudget, den europäischen Budget finanzieren, aber nicht über die Europäische Union dürfen Steuern abgehofft gehen, weil Europa ist kein Staat, Europa hat kein Direktbürger, Europa kann also am Eisenarm auch keine Steuern abgeben. Darüber hinaus muss ich wissen, dass das ein ganz großes Demokratiedefizit gibt. Wenn hier am Land eine Regierung oder ein Parlament decidiert, eine Steuer anzuführen, eine Steuer zu erheben, dann hat der Bürger ein Recht an eine Möglichkeit, bei den nächsten Wahlen das zu unterstützen oder zu sanktionieren. Wenn auf europäischem Niveau eine Steuer angefordert wird, gibt es diese Möglichkeit nicht. Die Möglichkeit gibt es nicht, kann nicht ein Bürger dann eine Europäische Union, eine Europäische Kommission oder Gott weiß was für ein Gremium auf europäischem Niveau, kann der Bürger nicht sanktionieren. Noch ein Europaparlament kann ein Lützeburger Bürger nicht sanktionieren mit den paar Leuten, die wir da haben, an den paar Stimmen, die wir da aufgehen. Gibt also entsteht also auch da ein großes demokratisches Defizit. Auch steht zu diesem Zeitpunkt nicht fest, ob die Maßnahmen, die wir haben, an Kraft treten integral, weil ich auf europäischem Niveau auch noch kein Akkorden zu den Maßnahmen bestehen. Das heißt, am Anfang, wir sind präventiv, stimmen wir ein Gesetz, für das eben Lützburg kann auf europäischem Niveau, wie vielleicht auch andere Staaten, die das präventiv stimmen, so haben wir haben Voraussetzungen geschaffen, für den Akkord dort zu gehen. Wobei wir aber wissen, dass in anderen Ländern momentan noch ganz retizent sind, verschiedene, für auf die Durchrichtung zu gehen. Auch hast du nicht gewusst, und was für Konditionen hatten die Länder, die Anprang kriegen? Kriegen sie ab 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, haben die froh an der Kommission gestaltet, wo man keine klare Antwort gibt, dass gesagt wird, die wahrscheinlich verguckt gehen, für die relativ langen Zeitraum für die Anprang zu machen. Das heißt, wir machen hier eine Hypothek, die legen wir ab, die am Anfang dann an 10, 20 oder 30 Jahre wird zum Spielen kommen. Ich muss ja wissen, dass dann also, ich verzeihe nur, die betroffenen Länder, haben sie schon ein paar Mal genannt, nicht werden weder an 10 noch an 20 Jahren mehr sind, für ihre Schulden zurückzubezahlen. Sogar Lützburg, ein Land wie Lützburg, das ja sich bereits finanziell stärkt, kann es nicht an mehr für seine Schulden zurückzubezahlen. Für Schulden zurückzubezahlen muss ein Staat einen Überschuss an seinem Budget machen, sonst kann er keine Schulden zurückbezahlen. An Lützburg hat am Anfang von 2003 bis heute alle Jahre ein Defizit an seinem Staatsbudget gehabt, mit Ausnahme von 2007. 2007 hatte man verteidigt einen Überschuss, aber man hatte 2018, 2019 sind wir relativ an den Equilibrium gekommen, aber man konnte noch 2019, meine ich, 400 Millionen enke Kapital zurückbezahlen. Das ist am Anfang, ab 17, 18 Jahren, ein Jahr, wo wir am Mem waren, für eben können ein paar hundert Millionen zurückzubezahlen. An all die anderen Jahren, wo wir nicht mehr müssten Schulden machen, für eben die Defizite zu decken. Und wenn ich dann noch, und wenn ich zum Aufschluss nach so, Herr Präsident, guckt uns finanziell Situation, die aus unserer Meinung nach als ADR bei weitem nicht so rosig, wie sie von der Regierung durchgestaltet. Wenn wir nämlich Krise gucken von 2008, da hatten wir 10% Defizit PIB, Schuld vis-à-vis vom PIB, die aus demals bis 2012, also über 5-6 Jahre, von 10 auf 20 Jahre rübergegangen. Die Krise von Haut, die geht am Anfang von 2020 auf 21, von 20 auf 30%. Also viel mehr rapid drauf wie die Krise von 2008. Und die Krise von 2008 hat auch gewiesen, dass die Jahre danach dass nicht ob ein Jahr oder ob zwei Jahre die Krise an am Griff hat mit Repercussionen auf dem Budget, die haben eine Reihe von Jahren gedauert. Und noch heute wird die Krise über 2021 Repercussionen auf dem Budget haben. Und hauptmännlich gibt es keine Hand an Feierlehner so von 2022 und haben wir das Budget im Amerika-Lieber, nur in Deutschland schon nicht Amerika-Lieber, sodass man auch nur 2021 weiter Schuld machen. Und ich bin praktisch überzeugt, dass man in dieser Legislaturperiode über die 30% Werte kommen. Und wie dass man auch in Zukunft dann nicht um mehr sind, Schulden zurückzubezahlen, bleiben wir prozentual auf dem Tisch stehen. Und die nächste Krise könnte bestimmt. Und da gehen wir von 30 auf 40 oder 45%. Also mit der Politik, die wir so machen, geht Lützburg los, Schrack für Schrack, auch an die Richtung von den Ländern, die wir mit diesem Gesetz helfen wollen. Und dafür stimmt da der gegen das Gesetz.